Ja, hi Freunde, hier ist wieder euer Mofa-Bärchen. Ich grüße euch ganz herzlich. Freunde, wir sind schon an der exakt richtigen Stelle. Ich habe jetzt letztes Mal hier gespeichert. Und ich muss positiv berichten. Moment, ich will hier nochmal kurz die Farbe wechseln. Ich glaube, das... Jetzt ist sie grün. Jetzt ist sie weiß. Gibt es kein Blau? Ja, gelb ist auch in Ordnung. Gelb für den Strand, das ist einleuchtend. Okay, wo war ich stehen geblieben? Ich habe jetzt sehr viel geschaut oder gegoogelt nach diesem blöden Taucheranzug. Ich habe nirgends irgendwas gefunden, wo man ihn finden kann. Die Stellen, wo ich... Ey, Friend! Die Stellen, wo ich gedacht habe, das war hier dieses Zelt. Da gibt es ihn aber nicht mehr. Und jetzt habe ich hier eine Forest Map. Die verlinke ich unten einfach mal in der Videobeschreibung. Und zwar, ja, wurde mir da empfohlen, ich soll auf jeden Fall einfach mal zum Cave Nummer 5 gehen. Das muss eigentlich von diesem Anker aus exakt geradeaus hier rüber sein, hoffe ich zumindest mal. Und wir werden es einfach mal testen. Ich denke mal, laut Kompass ist es ja nordöstlich in etwa. Und ich probiere es einfach mal, es zu finden. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie lange wir laufen müssen. Es müsste aber ziemlich geradeaus sein. Und hier müsste dann irgendwo der Eingang zur Höhle sein. Hoffe ich zumindest mal. Okay, hier liegt schon mal ein Mate drum. Leute, ich kann die Entfernung jetzt überhaupt nicht einschätzen. Es muss ja... Oh, ist es der schon hier? Das ist jetzt aber nicht besonders weit weg. Jetzt sollten wir uns vielleicht noch ein bisschen Holz besorgen. Wir haben... Oh mein Griff! Leute, wir haben zwei Taucherflaschen. Was sind denn das hier schon wieder für Geräusche? Ist das der Hase? Ne, Leute, wir nehmen uns auf jeden Fall ein paar Stöckchen mit runter. Ups. Und ein paar Steinchen. Falls wir irgendwas bauen müssen, im Notfall. Hier ist noch ein Stöckchen. Leute, ich habe natürlich immer gedacht, dass die ganzen im Tunnel hier in Forest sind alle miteinander verbunden. Ah, Leute, Kacke. Okay, ich gehe jetzt einen Drink trinken. Wir müssten was essen. Wollen wir vielleicht davor noch mal kurz einen Happen essen? Ja, ich glaube, das werden wir tatsächlich machen. Wir gehen uns hier ganz auf die Schnelle hier. Wo ist denn jetzt der Eingang nochmal? Franz, ich hatte doch gerade hier den Eingang. Wo war er denn jetzt? Hier ist er. Okay. Dann werden wir hier einfach mal ein Feuer drauf machen. Und dann gehen wir hier mal was brutzeln. Okay, unser letztes Lissi Lispert. Ich hoffe, wir werden diesmal ein bisschen fündiger oder wir werden fündiger werden. Ich gehe jetzt hier nochmal auf die Schnelle noch ein paar Stöckchen holen. Okay, wir können schon gar nicht mehr tragen, aber ein paar Steinchen können wir noch mitnehmen. Wo ist er denn? Leute, ich sehe. Hier war er. Es sind zwei. Ich hoffe, die können mich jetzt hier nicht erwischen beim Runterklettern. Oh, komm schon! Okay, wir sind auf jeden Fall gesättigt und wir klettern jetzt einfach mal nach unten. Oh, Scheiße! Wir klettern. Leute, ich hoffe wirklich, dass es der Eingang Nummer 5 ist. Ach du Scheiße, hier geht's schon wieder so brutal weit runter. Er muss in der Höhle sein. Also ich habe gelesen, es gibt ihn an ein paar Stellen. Ach komm Leute, es ist... Nehmen wir gleich vielleicht mal die Taschenlampe? Ach Scheiße. Wow Leute, was ist denn mit... Warum sind die denn hier so schnell? Ist der tot? Der ist tot, okay. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber es sieht gerade goldrichtig aus. Hier kamen wir her. Okay, wir müssen uns das definitiv merken. Was haben wir denn hier? Kleingeld. Wow, Scheiße! Wo ist... Wo denn?
Wie viele gibt's denn hier von denen? Ey Leute, hier liegt ja jede Menge Krempel rum. Ich weiß gar nicht, was ich hier alles aufhebe. Aber ich denke mal, es wird schon einen Grund haben, warum hier Alkohol und so rumliegt. Ein Steinchen. Hier ist noch ein Koffer. Ach, komm schon. Okay, hier liegt auf jeden Fall der Pilot. Boah, Leute, was ist denn hier los? Hier ist ja das pure Looten angesagt. Hier hinten können wir, denke ich mal, wieder wegsprengen. Ich könnte mich jetzt gerne korrigieren, aber ich bilde mir ein, hier können wir wegsprengen. Wollen wir es gleich mal probieren? Wir probieren es jetzt einfach mal. Leute, ich finde das Höhlensystem ja hier wirklich geil geworden. Dass es wirklich sehr geil geworden ist. Scheiße, wir können es doch nicht wegsprengen. Warum sieht es denn so anders aus als die anderen Steine? Ich weiß es nicht. Muss auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger sein mit dem Dynamit. Okay, und wir nehmen erstmal wieder einen Katan in die Hand. Und die Taschenlampe haben wir sowieso schon. Okay, Friends. Ich weiß leider im Moment selber nicht mehr. Ich weiß nur, dass es hier sein könnte, dass hier dieser Tauchanzug liegt. Ob es tatsächlich so ist, ist dann die nächste Frage. Okay, hier hinten haben wir auf jeden Fall die alte rostige Axt. Und irgendeinen Lappen. Okay, und ich denke, das soll jetzt nichts Gutes heißen. Wir haben doch ein Kruzifix, oder? Haben wir das zufällig im Inventar? Nee. Okay. Leute, wir prügeln jetzt das Ding hier jetzt einfach mal auf. Okay, du bleibst erstmal hier hängen. Leute, wohin geht's denn? Leute, ich mache mir jetzt eine Fackel. Sorry, ich kann hier gerade wirklich sehr wenig sehen gerade. Ich hoffe, ich sehe jetzt mit der Fackel ein bisschen mehr. Okay, wir packen unser Feuerzeug aus. Zünde doch die Fackel an! Leute, das ist, glaube ich, wesentlich einfacher als mit der Taschenlampe. Man kann hier wirklich sehr, sehr viel mehr erkennen. Müssen wir hier rum? Hängen auf jeden Fall wieder ein paar Fingerlein. Hier ist der Baustellenhelm. Hier hängen Beine irgendwo aus dem Fels. Wir können sie leider nicht nehmen, den Helm. Oh, holy shit, Leute. Wie mal einmal das Feuer weg, dann sind wir, glaube ich, ein bisschen schneller. Wir hätten vielleicht die Axt machen sollen. Brenn dich! Ich hoffe, er stirbt jetzt. Hey! Leute, ich glaube, wir sind aber tatsächlich in der Höhle Nummer 5. Okay, er ist tatsächlich tot. Wow, er ist doch nicht tot. Holy shit, was ist denn hier los? Oh, scheiße. Leute, ich nehme jetzt die Axt. Ey, ich dachte, das ist jetzt hier zusammengebrochen. Leute, hier sind lauter Geräusche, die ich überhaupt nicht kenne. Hinten ist irgendein kleiner Tunnel. Oh ne, doch nicht. Es hat bloß ein bisschen reflektiert. Hier geht es noch weiter nach unten. Leute, ich bin hier etwas vorsichtig. Sind es meine Schritte, die hier solche so komische Geräusche hier machen? Okay, wir nehmen so viel Alkohol mit, wie wir nur tragen können. Denn ich kann mir vorstellen, dass es hier noch richtig zur Sache gehen wird. Okay, hier haben wir eine Flare. Okay, wir haben anscheinend so viele. Was ist?
Warte, was ist hinter dieser Tür? Ah, wir müssen kurz die Axt neu wickeln. Wie viel haben wir denn? Okay, wir haben 54 Klamotten. Freunde, ich denke mal, dass das auf jeden Fall ein bisschen reichen wird. Können wir überhaupt diese Wand hier durchbrechen? Ja, es scheint anscheinend zu funktionieren. Nein! Okay, ich glaube, wenn wir schlagen mit der Axt, dann geht es vorher natürlich wesentlich schneller aus. Leute, was ist denn das? Kommen wir hier durch? Nee, sieht aber nicht danach aus. Es ist ja schon wirklich unter der Höhle, in der Höhle, wesentlich spannender und interessanter. Ey! Habe ich meine Taschenlampe hier gedroppt? Als an der Oberfläche. Denn das Coole an der Höhle ist, ihr könnt jetzt halt hier, ihr habt jetzt tatsächlich hier die Möglichkeit zu klettern und so. Wenn wir eben diese blöde Kletteraxt finden würden. Okay. Wir müssen ein bisschen fokussieren. Dürfen nicht so viel schlagen. Okay, die einzige Möglichkeit, was uns jetzt noch, oder was uns jetzt noch übrig bleibt, das ist auf jeden Fall, hier ging es doch dieses Seil nach unten. Wo war das denn jetzt? War das hier in dieser Höhle noch? Nee, von hier sind wir gekommen. Hier hinten habe ich gedacht, können wir wegspringen. Das ging aber nicht. Ah, das ist ein bisschen blöd mit dieser Axt, aber es geht auf jeden Fall besser wie ohne, sag ich so. Hier ist noch ein Köfferlein. Hier sind überall noch Köfferleins. Nee, okay, Freunde, ich glaube, das war tatsächlich hier hinten. Ich muss hier nur ein bisschen aufpassen, dass ich mich hier wirklich nicht verlaufe. Denn ich würde gerne wieder zurückkommen, lebendig. Falls das möglich ist. Und wir haben schon wieder Hunger. Wo war denn jetzt dieses blöde Seil? Hier ist es. Okay. Ronny, wir klettern mal nach unten. Also ich meine, wir sind jetzt schon ein paar Meter nach unten gekrabbelt. Und jetzt sind wir noch weiter unten. Okay, hier haben wir einige Schädel. Und es geht nochmal nach unten. Und ich sehe hier unten schon wieder Kannibalen, glaube ich. Wir machen das einzige Richtige und schmeißen einmal eine Leuchtfackel nach unten. Und vielleicht noch eine. Ah, ja, wundervoll. Oh, scheiße. Okay, jetzt dachte ich... schon, ich habe mich ein bisschen verpackt. Leute, wir bauen nochmal eine Axt zusammen. Oder ist die dann weg, wenn ich jetzt das Klettern anfange? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir zünden sie mal kurz an. Aber ich denke nicht, dass er hier freihändig runterklettern kann. Oh, scheiße, Leute. Ist wirklich ein beängstigendes Gefühl. Wir wissen ja nicht mal, wohin das es geht und jetzt versetzt euch mal in die Lage von diesem Dude hier. Okay, wir müssen sie wieder neu wickeln. Aber sieht ja sehr geil aus. Wir wickeln nochmal. Können wir das eigentlich mit jeder Axt machen? Das können wir dann vielleicht mal probieren. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das funktioniert. Einmal Feuer weg. Okay, ich glaube, noch viel tiefer dürfte es eigentlich nicht gehen. Was liegt denn hier hinten? Ein Toter in Embryostellung. Okay.
Leute, ich habe keinen blassen Dunst, wo wir überhaupt sind, wo wir uns gerade befinden. Ich weiß auch nicht, wohin wir überall können. Hier ist auf jeden Fall ein See oder ein kleiner, ja, ein kleiner See. Oh nein, Leute, wir haben ihn gefunden. Ach, komm, Leute. Was denn mit dem Typ hier passiert? Leute, ist das vielleicht der Fleck, an dem wir vielleicht auch gleich tauchen müssen? Ich weiß nicht, sind wir überhaupt schon bereit dafür? Ich denke schon. Ich werde hier noch ein kurzes Happen essen. Haben wir vielleicht noch einen Lissi Kevlar auch noch übrig? Wasserflasche ist leer. Okay, aber wir haben mehr als genug Dosen dabei. Ich will mich auf jeden Fall hier gleich versorgen. Nur für den Fall der Fälle. Und hier haben wir Medics, die nehmen wir auch nochmal. Ich weiß gar nicht, was so sonderlich sinnvoll ist. Ob wir jetzt vielleicht echt mal... Oh Leute, das geht ja mit jeder Axt. Minecraft! Ah ja, wundervoll. Ach komm Leute, das ist wirklich sehr, sehr geil. Warum bin ich nicht schon viel früher auf die Idee gekommen? Okay, ist mein Essen schon fertig? Nee, noch nicht ganz. Schön mal kurz nach. Leute, ich denke mal, wenn der Taucher hier schon sitzt, und ich meine, es sieht hier wirklich enorm cool aus, muss ich sagen, dann müssen wir hier, denke ich mal, schon richtig sein. Denn irgendwo oder irgendwas muss der hier gesucht haben. Aber warum er gerade hier mit seiner Taucherflasche und dann... Ja gut, ich glaube, es ist ja gar nicht machbar. Ich meine, irgendwann müssen doch die Knochen hier auseinanderfallen. Okay, aber ich bin hier kein Fachmann. Also wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal essen. Okay. Oh, wie... Oh, war... Ey, was war... Was war jetzt das Problem? War das jetzt schlecht? Wir müssen nochmal was kochen. Ne, wir essen einen kleinen Riegel. Okay. Und Franz, wir ziehen den Taucheranzug an. Wie ziehe ich denn den an? Where? Links. Okay, jetzt habe ich... Was ist, ist das jetzt hier mein Fleisch oder ist das... Gehört das zum Taucheranzug? Und wie setze ich jetzt diese Sauerstoffflasche auf? Charge Flash. Habe ich sie jetzt gecharged? Okay. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Das war jetzt verkehrt. Wir nehmen das Katana noch mit. Okay, Friends. Okay, hier geht es auf jeden Fall schon mal weiter. Ich weiß auch nicht, ob wir hier irgendwas auf dem Boden finden. Oh Leute, es ist ja wirklich geil gemacht. Also, ich bin wirklich fasziniert. Ich denke, ich darf hier nicht... Ich weiß nicht, wie weit der Weg ist. Deswegen probiere ich jetzt ziemlich... schnell hier rüber zu kommen irgendwie. Hier höre ich auf jeden Fall Wasser plätschern. Da gehe ich mal ganz schwer davon aus, dass wir hier hoch können. Sehr schön. Lädt sich jetzt unser Sauerstoff wieder auf? Leute, was sind das für Geräusche? Oh, scheiße, hier sind diese Babys schon wieder. Ich weiß nicht, ob wir schon am Ziel angekommen sind. Oh ja, tatsächlich, das sind vier von diesen Babys, die springen wahrscheinlich gleich. Oh, holy shit. Wo ist es denn hin?
Da wird jemand böse sein, wenn er zurückkommt und Mobbin alle tot gemacht hat. Aber es waren vier. Es fehlt noch eines. Hier hinten ist es. Wag es nicht zu springen. Okay. Leute, sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, wie weit wir schon sind. Aber es ist auf jeden Fall mal geil, hier was Neues zu sehen. Aber das Wasser ist wirklich sehr, sehr laut. Was war hier? Müssen wir weiter tauchen? Ich bräuchte mal hier kurz eine Taschenlampe. Ich gehe schwer davon aus. Hier hatten wir jetzt halt hier nur diese Babys. Oder diese Viecher hier. Kommen wir hier hinten weiter? Ich denke, das gehört zum gleichen Wasser. Oh, scheiße, was war denn das da hier hinten? Ah, okay. Das war nur was von diesen Steinen. Okay, Freunde, wir gehen einfach weiter tauchen. Ich habe bloß keinen Dunst, wohin. Oh, und unser Sauerstoff geht tatsächlich weg. Also ich habe gedacht, der füllt sich vielleicht wieder auf, wenn wir in der Oberfläche sind. Wir müssen ja auch gar nicht tauchen gerade im Moment. Oh, wir haben ja sogar einen Scheinwerfer am Tauchanzug. Leute, das ist ja awesome. Scheiße, Leute, ich habe keinen blassen Schimmer, wohin wir tauchen müssen. Was uns jetzt passieren könnte, dass wir draufgehen, weil ich einfach nicht weiß, wohin. Aber immer, wo hier irgendwelche Items liegen oder so, da bin ich mir auf jeden Fall immer sicher, dass wir gar nicht so abwegig sind. Was ist das? Wieder ein Totenkopf? Irgendwas von... Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Ach, das ist Geld. Hier ist noch eine Sauerstoffflasche. Und noch eine. Scheiße, Leute, wir haben es gefunden. Wir haben das Tor gefunden. Holy shit, Leute, ich weiß, es ist eine extrem schlechte Textur, möchte ich mal sagen. Aber schaut euch mal, wie viele Leute hier schon hergekommen sind. Jetzt gibt natürlich auch noch meine Taschenlampe nach. Wir wickeln die Axt, Leute. Und wir nehmen das Feuerzeug schnell. Zünd es an. Leute, hier ist das Tor. Und ich habe keinen blassen Dunst, was das hier ist. Hier hinten liegt auch noch so ein Homie. Er hat ja schon fast den Weg noch geschafft. Ja, und jetzt liegt er hier so. Was ist denn... Leute, was ist denn das hier? Oh, scheiße! Okay, Leute, ich weiß nicht, was... Was das hier ist, ich weiß auch nicht, was es auf sich hat hier. Wenn ich jetzt hier meine Waffe drauflege, kann ich noch mehr drauflegen? Wir müssen was Schwereres drauflegen. Wir können nur ein Item drauflegen. Ich wüsste jetzt aber nicht, was wir drauflegen könnten, was extremst schwer ist. Ein Topf? Oh nein, Leute, wir können noch mehr Sachen drauflegen. Ich habe das nicht gesehen, Entschuldigung. Wir nehmen einfach diese Axt, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt.
Und legen jetzt hier mal drauf. Okay, es ging schon mal ein bisschen auf. Wir nehmen die Steinaxt und legen die auch drauf. Wir kommen aber noch nicht durch. Okay, da müssen wir noch irgendwas drauflegen. Nein, sag bloß, es gehen tatsächlich nur zwei Items. Ja, und ich selbst kann mich nicht draufstellen. Okay. Leute, seid mir nicht böse, aber ich verstehe den Sinn gerade nicht. Ich komme hier nicht rein. Achso, muss ich vielleicht noch irgendwas in die Hand nehmen, damit der überhaupt... Jetzt kann ich noch was hinlegen. Okay, Leute, das Tor ist auf jeden Fall offen. Allerdings fehlt mir auch gerade sehr, sehr viele Waffen. Ich hoffe, ich bekomme die dann wieder. Und wir zünden das Ding einmal an. Und Leute, ich bin so gespannt, wirklich. Es ist wirklich, ich finde, es ist gerade für mich das absolute Highlight. Schon alleine der Weg, dass wir es hierher geschafft haben. Leute, hier haben es viel mehr Leute hierher geschafft. Und sie wollten anscheinend alle zu diesem Kreuz. Was hat es denn mit den Kreuzen auf sich? Wir haben hier wieder eine Bibel. Hier ist noch eine Bibel. Und hier ist noch eine Bibel. Was ich jetzt komisch finde, die Leute, die sind hier in diese Höhle reingekommen. Also ist jetzt reinste Spekulation. Die sind hier auf jeden Fall in diese Höhle reingekommen. Vielleicht sind sie nicht mehr rausgekommen, so wie ich. Die sind hier reingekommen und haben gedacht, hey, wir haben hier was Cooles gefunden. Auf einmal ging das Tor zu vielleicht. Aber warum dann alle auf dieses Kreuz zugehen? Ich kann es mir gerade nicht erklären. Es ist aber wirklich geil. Es lässt so viele Fragen offen. Und das finde ich hier gerade sehr, sehr cool. Schauen hier hinten mal ins Zeltlager. Oh, komm schon! Nein! Leute, hier liegt sie! Oh mein Gott, und wir haben einen Teil der Karte. Können wir es zusammenfügen? Okay, anscheinend nicht. Leute, wir haben die Kletteraxt. Hier haben wir noch was. Holy shit, was ist denn das, Leute? Scheiße. Was mache ich jetzt hier am besten? Hat er uns jetzt gesehen? Leute, das ist ein ganz neuer, den kenne ich nicht. Haben die das hier eingesperrt? Der will jetzt aber nicht zu mir, oder? Leute, das ist für mich gerade ein bisschen confuse Sache. Soll ich einfach mal hier drauf ballern? Okay, da tut sich nicht wirklich viel. Scheiße, Leute, wie kriegen wir das Ding klein? Das sieht auf jeden Fall sehr stabil und mächtig aus. Kann mich das Ding hitten?
Nein, er kann mir nicht wehtun anscheinend. Was ist denn das? Au, er kann mir... Oh, scheiße, er kann... Er kann mir doch wehtun. Nein, Franz. Oh mein Gott. Leute, das ist jetzt richtig bitter. Ich habe das jetzt endlich gefunden und jetzt bin ich tot. Ich dachte... Wo sind wir? Wir haben den Tauchanzug. Leute, komischerweise hat irgendwas gespeichert. Oder auch nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer. Nein, wir sind aber hier in dieser Standardhöhle. Ich weiß aber nicht, ob wir von der hier auch zu diesem Viech kommen. Leute, bekomme ich irgendein Special-Item, wenn ich dieses Ding hole? Okay, wir werden es auf jeden Fall sehen in der nächsten Folge, Leute. War heute eine richtig geile Tour, finde ich. Also hat mir richtig, richtig Bock gemacht, auf jeden Fall mal sowas Neues herauszufinden, ein bisschen zu stöbern und so. Ich habe mich selbst auch nicht gespoilert, was hinter dieser Tür ist. Ja, liebe Leute, hätte ich mal gesagt, bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut, Leute. Euer Wolf und Willi, bye bye.